Ich werde nächste Woche kein Wochenhoroskop Tag für Tag machen, sondern mich konzentrieren auf diesen zentralen Moment, eben den wichtigen Stier-Neumond. Neumond ist immer Neustart und gleichzeitig ein Gang durch das Dunkle, ein Gang durch die Zweifel, durch gewisse Ängste, durch das Nichtwissen, durch die Leere, symbolisiert durch die Dunkelheit am Himmel, durch das Verschwinden des Lichts. Aber am Neumond entsteht eben Neues, wird etwas geboren und an diesem Neumond wird etwas im materiellen Bereich geboren. Stier, vielleicht gibt es zentrale Veränderungsprozesse bezüglich unseres Körpers, unserer Finanzen, unseres Wertes, unserer Wertvorstellungen, bezüglich der Natur und unserem Umgang mit der Natur. Hier haben wir an diesem Neumond ganz besonders starke Betonungen. Da geht es offensichtlich darum, alte Muster loszulassen und zu überwinden. Schauen wir auf die Horoskopgrafik, dann springt uns in der Nähe des Neumonds direkt in Konjunktion mit dem Neumond die Lilith ins Auge, die eben ganz kurz nach dem exakten Neumond dann vom Mond berührt und ausgelöst wird. Zudem ein Dreieck Lilith, Pluto, Neptun, ein blaues Dreieck. Das heißt, hier könnte sich auch eine große Chance entfalten auf tiefgreifende Veränderungen, denn Pluto, Lilith und Neptun sind radikale, hochgeistige und stark verändernde Kräfte, welche uns sowohl persönlich als auch insbesondere aber gesellschaftliche Prozesse bedeuten. Mit der Lilith in Konjunktion zum Neumond würde ich diesen Neumond als Neumond des Ausstiegs und Neueinstiegs in andere Ebenen oder in andere Systeme bezeichnen. Zuerst aber einmal Ausstieg aus unbrauchbaren Systemen. Das, was wir die letzten Jahre und die letzten Monate erlebt haben, an Infragestellungen bestimmter gesellschaftlicher Strukturen, ballt sich jetzt zu einer rebellischen Kraft, zu einer starken Lust am sich distanzieren von dem, was eben alt und verbraucht ist. Das betrifft immer das Individuelle und das Gesellschaftliche. Die Rolle der Lilith ist, das Paradies zu verlassen, wenn die Regeln, Vorschriften und Gesetze dort nicht mit ihrem Gewissen konform gehen. Dann lieber wegzugehen, woanders hinzugehen, neu zu beginnen. Aus einer sehr authentischen, eigenständigen Kraft heraus.
Das ist also der Kern dieses Neumondes, den du eben auf diesen erdigen Stierebenen besonders spüren wirst, nämlich die rebellische, radikale Kraft, das zu tun, das dir authentisch erscheint, das dir auch dahingehend wichtig erscheint, das alte, brüchige, dich einengende oder die Gesellschaft eben einengende Angelegenheiten über Bord geworfen werden und diese Strukturen verlassen werden. Natürlich geht das nicht in einem Moment, aber vieles wurde ja in den letzten Monaten schon vorbereitet. Gehen wir mal auf die gesellschaftliche Ebene, denken wir an das Thema Klimaschutz, das im Zeichen Stier ganz zentral betont ist und die Lilith als instinkthafte, ursprüngliche, authentische Naturkraft steht da natürlich ganz speziell dafür. Dann haben wir eben in den letzten Tagen schon erlebt, dass das Verfassungsgericht in Deutschland das bisherige Klimaschutzgesetz als unwirksam, als nicht ausreichend erklärt hat und die Politik jetzt schnell nachbessern muss. Und das steckt in der Kraft dieses Neumondes eben auch drin. Es müssen jetzt nachdrücklichere, radikalere, bessere Lösungen gefunden werden, wie der Mensch mit der Natur umgeht, wie er sie schützt und damit letztlich natürlich auch sich selbst bewahrt und schützt. Stier ist ja ein bewahrendes, eigentlich ein eher konservatives Zeichen. Konservare heißt eben bewahren. Aber wir müssen doch unsere Ressourcen, unsere Lebensgrundlagen bewahren. Und wenn jetzt sogar eine konservative Partei wie die CDU sich plötzlich den Klimaschutz auf die Fahnen schreibt, dann ist das schon sehr erstaunlich. Und zeigt an, wie stark der Bruch mit dem bisherigen Wirtschaftssystem gedacht wird. Denn bisher war von konservativer Seite aus ein starker Widerstand, zum Beispiel gegen den Kohleausstieg. Und es waren nur äußerst halbherzige Pläne, den CO2-Ausstoß zu vermindern. Wir erinnern uns sicher noch an Rezos Video, die Zerstörung der CDU, und auch da hat er eben schon scharf angegriffen, diese Lauheit und Halbherzigkeit, die aber übrigens auch bei anderen Parteien bisher immer wieder zu beobachten war. Und Lilith fordert die Zuspitzung, fordert radikales Handeln und sie verbindet sich mit Pluto in Steinbock. Positiv, in Trigon. Pluto in Steinbock ist eine Kraft, die alte Strukturen, die festgefahren sind, die veraltet sind, zerstören kann. Und die Zerstörung dieser Strukturen erleben wir schon seit vielen Jahren. Pluto läuft jetzt noch etwa knapp drei Jahre durch das Zeichen Steinbock und wird eben diese Kraft der Bereinigung auf der irdischen Ebene, Steinbock ist ebenso wie Stier ein Erdzeichen,
wird diese kosmische Kraft der Bereinigung noch weiterführen und verstärken. Und dieser Neumond ist ein Punkt, wo wir diese Kraft der kosmischen Müllabfuhr, so wie wir Pluto auch nennen könnten, besonders stark spüren. Und du wirst individuell spüren die Lust am Rebellischen, die Lust, plötzlich Dinge über Bord zu schmeißen, die dich schon lange genervt haben. Und das betrifft eben dann auch gesellschaftliche Gruppen, die um diesen Termin herum auftreten werden und ihre Ziele, ihre Vision vielleicht noch deutlicher, noch radikaler formulieren werden als bisher und damit eben starke Veränderungen im System einfordern werden. Schauen wir vielleicht nochmal auf die individuelle Ebene. Was könnte Lilith auf der individuellen Ebene für dich bedeuten? Nun, jeder von uns, jede von uns neigt ja dazu, sich anzupassen. Um des lieben Friedens willen in bestimmten Verbindungen oder Gruppen zu bleiben. Dieser Neumond gibt dir die Kraft, solche Verbindungen, solche Vernetzungen, solche Freundeskreise oder eben auch familiäre Bindungen stark zu hinterfragen und plötzliche Abgrenzungsschritte zu unternehmen, die du vielleicht schon lange in dir spürst. Wenn wir Stier auf der Ebene von Finanzen interpretieren, könnte das zum Beispiel ein deutlicher, radikaler Schritt zur finanziellen Unabhängigkeit sein, der dir natürlich auch abverlangt, dich mit Ängsten zu befassen. Neumond geht eben in die Dunkelheit, also auch vielleicht durch eine Phase der Unsicherheit, des Zweifels, der Angst. Die Verbindung von Lilith mit Pluto zeigt ja dieses tief hinuntersteigen ins Unterbewusstsein. Wenn du dich wirklich erfolgreich distanzieren willst, erfolgreich einen neuen Weg einschlagen willst, gilt es vorher eben tief hinabzusteigen und zu schauen, was bindet mich noch, was blockiert mich noch, was verhindert Befreiung. Lilith ist eine Kraft, die Befreiungsprozesse, gerade bezüglich weiblicher Themen, äußerst stark vorantreiben kann. Also werden wir auch auf der gesellschaftlichen Ebene hier wieder eine ganz klare Unterstützung weiblicher Thematiken, weiblichen Selbstwertes, der Forderung nach Gleichberechtigung erleben. Es dürfte auch ein Neumond sein, der solche relativ starr strukturierten Systeme wie der Kirche, der katholischen Kirche oder auch der evangelischen Kirche stark zusetzen wird und hier vielleicht auch dieses Missbrauchsthema oder dieses Thema unterdrückter Sexualität beziehungsweise vernachlässigter weiblicher Macht äußerst deutlich nochmal ans Tageslicht bringen wird oder verstärken wird. Wir erleben das ja schon länger, dass dieses Thema immer virulenter wird, aber dieser Neumond verdichtet es noch einmal und wird gerade in der katholischen Kirche hier massive Auswirkungen haben. Was auffällt an diesem Neumond-Horoskop ist die starke Ballung um den Deszendenten herum, um das siebte Haus,
wenn wir den Neumond auf Berlin berechnen. Das siebte Haus ist das Haus der Begegnung, das Haus des Gegenübers, von Kontakten, von Beziehungen, das Haus, wo ganz viel Austausch zwischen Menschen eingefordert wird. Und auch die Venus in Zwillinge steht in diesem siebten Haus des Neumondes, möchte also viele Kontakte haben, steht aber hier etwas allein. Obwohl das Bedürfnis nach Austausch, nach Kontakt sehr groß ist um diesen Neumond herum, wirst du aber auch wahrscheinlich deutliche Momente der Einsamkeit erleben oder des dich fremd fühlens. Die Lilith, die ja so stark hier mit im Boot ist, bringt uns oft das Gefühl, uns anders und fremdartig zu fühlen und dieses Gefühl einfach aushalten zu müssen und ehrlich zu dir sagen zu müssen, ja, da bin ich anders und da werde ich nicht verstanden. Wenn du dabei bleiben kannst, wenn du dich davon nicht abbringen lässt, wenn du nicht wieder der Sehnsucht nach, ja, die anderen sollen mich aber doch alle verstehen, nachgeben musst, dann kannst du eben zu sehr eigenständigen und für dich persönlich erfolgreichen Schritten durch diesen Neumond geraten, denn er bietet auch ein wirklich hohes Potenzial, das, was ganz in der Tiefe deine ureigene Kraft ist, zu entfalten. Wenn wir noch auf andere Positionen dieses Neumonds schauen, jetzt mal von den direkten Sonne-Mond-Aspekten abgesehen, dann fällt besonders das Quadrat von Mars in Krebs zum Chiron in Widder auf, auch verbunden mit Saturn und Uranus. Und hier haben wir einen starken Drang nach sozialem Handeln, nach Handeln für Benachteiligte, für Bedürftige, für diejenigen, die auch durch die Pandemie-Maßnahmen hinten runtergefallen sind. Ein ganz starker Einsatz für Kinder, für das Kindliche, für Behinderte, sozial Schwache. Es ist ja interessant, dass schon in den letzten Tagen plötzlich die sozialen Brennpunkte in Großstädten in die Diskussion kommen, dass es hier eben besonders schwierig ist, der Verbreitung der Infektion Herr zu werden, weil die Zustände natürlich wesentlich benachteiligter sind als anderswo, wesentlich enger und so weiter. Also diese Diskussion kommt plötzlich hoch und die Themen eines Neumondes sind eben häufig schon im Vorfeld, 1 bis 2 Wochen vorher, spürbar. Und das wird sich also zuspitzen. Und dieses Handeln, dieser Einsatz für sozial Benachteiligte wird dann nach dem Neumond sicherlich besonders stark zunehmen und besondere Unterstützung bekommen. Denken wir auch nochmal daran, dass Lilith und Chiron vom Mythos her beide Figuren sind, die nicht in Schablonen passen, die nicht ins normale System passen. Chiron war ein Kentaur, halb Tier, halb Mensch, also schon dadurch ein Außenseiter. Und Lilith war eine, die sich von Anfang an dem patriarchalen Gott nicht fügen wollte, also auch von Anfang an eine Außenseiterin und wurde dann später total dämonisiert, nur als die Böse, die Hexenhafte bezeichnet, obwohl sie einfach eine ursprüngliche, wilde, instinkthafte Kraft in uns bedeutet, die genauso gelebt werden sollte wie die rationalen Kräfte.
Also, um es nochmal kurz zusammenzufassen, an diesem Neumond werden wir erleben, dass die rationalen Kräfte absolut an ihre Grenzen kommen und dass das Freisetzen instinktiver, im besten Sinn natürlicher Urkräfte uns weiterbringen kann, individuell und gesellschaftlich. Schau hin bei dir, wo sind diese Kräfte auch in mir? Trau dich, mit ihnen zu experimentieren. Und das wird dann auf jeden Fall auch Auswirkungen auf die Gesellschaft haben, ob du das jetzt in sehr kleinem Rahmen machst oder innerhalb einer Organisation, wo du Unterstützung durch andere hast, das spielt gar nicht so sehr eine Rolle. Entscheidend ist der Mut zur positiven Radikalität. Radix heißt die Wurzel. Also der Mut, an die Wurzeln zu gehen, gewisser Probleme, die uns sowohl als Einzelne, als Paare oder als gesamte Gesellschaft nicht weiterbringen, sondern uns blockieren werden. Und hier ist jetzt, können jetzt Samen gesät werden, die entscheidende, hilfreiche Schritte zur Verbesserung des Verhältnisses zwischen Mensch und Erde einleiten werden. Darauf freue ich mich und wünsche uns allen viel Glück dabei. Tschüss.